Es gibt noch mehr Neuigkeiten zu Monster Hunter Rise, denn diese Woche ist die nächste Kollaboration erschienen, Nummer 4 mit Mega Man. Wir bekommen für unseren Palamut einen Raketenantrieb. Die Frage ist er schneller als der Velstrax Top oder Flop? Wir klären es in diesem Video. Außerdem gibt es noch ein paar mehr Inhalte, die man nicht verpassen sollte. Servus Monster Hunter Freunde, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Zwei Monster Hunter Rise Videos hintereinander gab es schon länger nicht mehr. Aber in dieser Woche ist auch die vierte Kollaboration rausgekommen mit Mega Man. Ging gestern vielleicht ein bisschen unter durch die große Ankündigung von Monster Hunter Rise Sunbreak. Wer sie noch nicht gesehen hat, auf jeden Fall aufs i-Zeichen klicken. Mega geil ist die Expansion von Monster Hunter Rise, die uns nochmal reichlich Content geben wird. Sollte man auf jeden Fall gesehen haben. Wer da in Zukunft nichts verpassen möchte, sollte auf jeden Fall auch ein Abo da lassen. Sobald da Neuigkeiten rauskommen, werde ich für euch ein Video machen. Wir schauen uns jetzt heute die Kollaboration Nummer 4 an. Mit Raketenantrieb geht es nämlich über die Map, was ganz abgespacedes Besonderes, und es gibt auch so nochmal ein paar mehr Infos, Geschenke und so, die man abstauben kann. Lohnt sich auf jeden Fall einzuloggen. Fast hätte ich es vergessen, und zwar habe ich für euch zwei Umfragen vorbereitet, und zwar wie ihr euch auf Monster Hunter Sunbreak freut und ob ihr das Ganze kaufen werdet. Beide Umfragen sind bei mir eine Samstag, eine Sonntag auf Instagram in meiner Instagram Story verlinkt. Link zu Instagram findet ihr unten in der Videobeschreibung, würde mich freuen, wenn ihr da mitmacht und vorbeischaut. Bin auf die Auswertung gespannt, könnt ihr natürlich dann auch sehen, und auch so wird viel immer bei Instagram bei mir gepostet, gerade in der Story, was aktuell über den Tag eben noch so ansteht, wo es nicht lohnt, ein einzelnes Video zu machen, weil es natürlich immer nur wenige Sekunden sind. Sobald ihr euch in Monster Hunter Rise einloggt, solltet ihr hier diese Nachricht sehen, dass neue Zusatzinhalte zur Verfügung stehen. Nicht nur die neue Kollaboration, sondern noch drei weitere Sachen. Geht dann einfach wieder zu Senri, zu Henry. Unter Zusatzinhalte, wenn ihr online seid, könnt ihr euch die vier neuen Sachen runterladen. Es gibt zwei neue Geschenke. Einmal das Gildenpaket Nummer 3. Dort ist 88 Honig drin. Finde ich ganz nice. Nicht ultra krass. Man kann natürlich auch Honig anbauen. Aber so hat man auf jeden Fall ein bisschen gratis Honig bekommen, kann was anderes anbauen, falls man allgemein ein bisschen leer gelaufen ist. Ansonsten Gildenpaket 4 ist echt üppig bestückt. Es gibt 50 fortgeschrittene Rüstkugeln, um eben dann die Rüstung zu verbessern, die Verteidigung. Es gibt 10 harte Rüstkugeln und sogar 5 schwere Rüstkugeln, 20 Stahleier, falls man ein bisschen Geldnot hat, und auch 20 Megatränke sind dabei. Ansonsten gibt es noch die Herausforderung Nummer 4 bei Utsushi. Geht einfach auf die Herausforderungen drauf, auf den unteren Reiter. Und dann eben bei Herausforderung 4, 7 Sterne, müssen wir gegen einen Magnamalo fighten. Wir haben hier wieder vorgefertigte Rüstungsteile. Die Sets sind gar nicht so schlecht, muss ich ehrlich sagen. Ich habe sie hier einmal ganz kurz durchgeguckt. Ist soweit von den Werten okay. Da gibt es bei weitem schlimmere zusammengestellte Sets. Aber man bekommt hier bei der Quest leider keine Belohnung raus, deswegen lohnt es sich nicht wirklich, die zu machen, außer man hat Langeweile. Kommen wir nun zur Kollaboration in der Versammlungsstätte unter Eventquest bei Hochrangig. Auf der dritten Seite mittlerweile finden wir die neue Quest, der Freund des blauen Bombers. Wir müssen einen Zinokre ausschalten. Wir sind komischerweise in der Arena unterwegs, da war ich erstmal so ein bisschen enttäuscht. Ist aber irgendwie trotzdem cool, dass man in der Arena unterwegs ist. Der Kollege kann nicht weglaufen und ist auch echt ziemlich schnell tot. Ich bin dort mit Schnitt mal wieder reingegangen. Schnitt zerstört den Zinokre abnormal krass. Richtig nice Ticks gehabt. Hat wieder extrem viel Spaß gemacht. Immer schön auf den Kopf geballert. Einmal auch richtig nice die Minen gestellt, ihn rechtzeitig gelähmt und dann nochmal in den Kopf geballert mit Schnitt. Dann sind gleichzeitig die Minen explodiert. Das war schon ein richtiges Spektakel und hat, wie gesagt, super viel Spaß gemacht. Auch gestern war ich wieder eingeloggt in Monster Hunter Rise auf Twitch im Livestream, und ist ein geniales Spiel, wirklich. Nur schade, dass halt immer nur so kleiner Content reinkommt und nichts Großes. Als Belohnung bekommen wir am Schluss, wenn wir ihn getötet haben, einen Hundebolzen. Ich habe zweimal die Quest abgeschlossen und jeweils zweimal so einen Hundebolzen bekommen. Könnt mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr mehr Glück hattet, ob ihr da vielleicht 3 oder 4 auf einmal rausgeholt habt. Wenn ihr das neue Material habt, geht dann einfach zum Schmied unter Dekorüstungen, natürlich beim Palamut, einmal nach R auf Spezial. Dann seht ihr hier die Rüstung von Rush, oder seht ihr Rush, und den haben wir als Deko-Rüstung bekommen. Eine mega coole Sache. Optik ist natürlich so ein bisschen geschmacksmäßig. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich feiere optisch die Rüstung nicht so. Rush, er passt einfach nicht wirklich rein. Aber
ja, er hat halt zwei extrem geile Features, die es so halt in Monster Hunter Rise nicht gibt. Und deswegen würde ich persönlich, wenn ich immer mit dem Palamon unterwegs bin, nur wegen diesen zwei Features auf jeden Fall diese Deko-Rüstung tragen. Als allererstes kann man mit Raketenantrieb über die Map düsen. Das muss man unbedingt mal ausprobiert haben. Das fühlt sich echt richtig geil an. Wenn der Palamon sich nochmal so in den Boden reinkrebt, danach kommt es dann eben zu dieser, ja, Raketenantriebs-Optik. Und man fliegt mehr oder weniger über die Map. Es fühlt sich auch schneller an, es ist aber nicht schneller, aber weil man eben so fliegt oder gleitet, geht es eben richtig gut nach vorne. Und da macht sogar der Weltstrax ein Auge und guckt mal genauer hin, was das hier für ein krasser Hund ist. Raketenantrieb kennt er eben nicht, selber hat er nur Drachenantrieb und er hätte mit Sicherheit auch gerne noch die zwei Raketen bei sich dran geklemmt. Das ist auf jeden Fall das erste Feature vom Palamut, richtig, richtig geil. Und als zweites kann man so einen Tick höher abspringen. Man sieht es, wenn ich das mache, wenn ich mit der B-Taste abspringe, kommt nochmal aus dem Palamut oben so ein, ja, so eine Sprungfeder raus, wo man dann nochmal so ein Tick höher springen kann. Und so kann man natürlich dann eben Sachen erreichen, die normalerweise nicht möglich wären mit einem normalen Palamut. Eine richtig geile Sache, zwei coole Features, die echt nice sind, muss ich ehrlich sagen. Und allgemein nur deswegen würde ich hier mit diesem Palamut rumlaufen, von der Optik eben her, weil es zwei richtig geile Features sind. Kann ich echt nur mal empfehlen, das Ganze auszuprobieren. An der Stelle möchte ich euch noch etwas richtig Geiles zeigen, sollte man auf jeden Fall nicht verpassen. Ich habe es separat schon mal auf dem Community-Tab gepostet, hat vielleicht nicht jeder mitbekommen. Deswegen hier nochmal ganz kurz, im Video ist unbezahlte Werbung, aber ich möchte euch gern alles von Monster Hunter zeigen. Und hier ist ein richtig geiler Monster Hunter Gaming-Stuhl rausgekommen. Ist von Secret Lab in Verbindung eben mit Monster Hunter. Die Seite sieht echt nice aus. Ich selber hätte diesen Stuhl auch sehr gerne gehabt, aber ich habe aktuell noch meinen Stuhl, der ist noch bodengut. Gut, der hält wahrscheinlich auch noch die nächsten paar Jahre, war auch ziemlich teuer und deswegen lohnt es sich für mich jetzt nicht, diesen Stuhl zu kaufen, obwohl ich ihn extrem geil finde. Man sieht es hier unten nochmal ein bisschen größer, hinten hat man ein richtig geiles Rathalos-Logo drauf, den Kopf mit so einem X dahinter, gefällt mir sehr gut. Unten hat man eben Monster Hunter stehen und ja, ansonsten auf der Rückenfläche ist eben das Emblem von Rathalos eingestickt, vermute ich. Man sieht so ein bisschen schlecht, müsste man mal drüber fahren, wenn man es dann zu Hause stehen hat. Ansonsten hat man an der Seite hier so Rathalos-Schuppen, finde ich eigentlich so ganz nett gemacht. Und man hat so Rathalos-Krallen oder, wie soll ich sagen, so ein paar Stacheln vom Rathalos. Das gleiche jetzt hier unten auch bei den Beinen. Schon ein sehr cooler Stuhl, muss ich ehrlich sagen. Eine coole Kollaboration, was da Capcom Monster Hunter mit Secret Lab gemacht hat. Echt eine richtig nice Sache. Ich habe es auch rechtzeitig bei mir auf dem Community-Tab gepostet für diejenigen, die, falls sich das Ding noch kaufen wollten. Aktuell ist es ausverkauft, war in wenigen Stunden ausverkauft, also unter 24 Stunden war das Ding sold out, konnte man vorbestellen. Die ersten werden scheinbar am 22. Dezember ausgeliefert oder eventuell, wenn man Glück hat, sogar früher. Ziemlich teuer, wie ihr sehen könnt, 479 Euro ist schon ordentlich. Ich kenne die Marke Secret Lab nicht, also vom Namen ja. Ich habe aber selber noch nie von denen Stuhl besessen, keine Ahnung, ob die extrem bequem oder super solide sind. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare reinschreiben, wenn ihr schon so einen Stuhl von denen habt. Ich habe Noble Chairs, auch unbezahlte Werbung, habe ich mir selber gekauft damals. Wollte halt einen guten Stuhl haben und bin auch super damit zufrieden. Und dann wäre es einfach blöd, wenn ich das Ding jetzt austauschen würde, weil der Noble Chair halt wirklich noch einwandfrei ist und halt auch nicht so alt. Das wollte ich auf jeden Fall euch mal zeigen. Ist echt ein schicker Stuhl, wie ich finde. Das war es soweit vom Video. Vergesst nicht, auf Instagram vorbeizuschauen, wenn ihr bei der Abstimmung mitmachen möchtet und auch so nichts verpassen wollt, was bei mir allgemein noch abgeht. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Zocken. Würde mich nur über einen Daumen nach oben freuen, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten, ich bin weg. Ciao. Haut rein.